Herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Wir machen heute mal eine Challenge. Die erste haben wir schon geschafft und ich habe heute mal ins Wiki geguckt, um mir genau die Wirkung der gelben Spritze durchzulesen. Und bei einigen Items steht da, ich habe da so mal schnell durchgescrollt, dass die durch Challenges nur freigeschaltet werden. Und da sind einige coole Items bei. Ich habe nicht genau gelesen, was dabei ist, aber sie sehen interessant aus. Und deswegen, ich habe gesehen, dass so viele Items von den Challenges freigeschaltet werden. Deswegen machen wir jetzt heute Hi Bro. Challenge 2. Okay. Das ist der Seed, falls der auch in der Challenge irgendwie, weiß ich nicht, ob der hier relevant ist für euch, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir, was ist denn das da für unser, was ist das für ein Space? Ah, okay. Damit verwandeln wir alle Gegner in Kacke. Okay, ich habe die Kacke jetzt in Kacke verwandelt und wir kriegen gerade aus jedem Kackehaufen ein Herz. Und wir haben eine schnelle Schussrate. Machen wir die Steine kaputt. Das ist, glaube ich, besser. Danke. Hallo? Sieht er mich nicht? Oder... Boah, wie viel Schaden wir schon direkt machen? Wie viel Schaden haben wir denn? 2. Das ist ja voll krass. Was ist denn das für eine Challenge? Worauf läuft die hinaus? Kriegen wir sonst kein Space-Item außer die Kacke hier? Huch. Ach so, am Ruck... Ach so, der Rucksack ist... Ah, Moment, da wir ja so viele Herzen hier haben. Interessant. Toll. Hat sich voll gelohnt, hier reinzugehen. Aber wir haben ja Herzen. Hier liegen. So. Da wollen wir den Raum auch nicht liegen lassen. So, du bist ja keine Herausforderung. Noch ein Schlüssel, sehr gut. Oh, ihr explodiert in Tränen. Können wir dann... Ne, in den Shop gehen wir nicht. Das lohnt sich ja nicht. Wir haben noch nicht genug Kacke zusammengesammelt, damit sich das lohnen würde. Man muss es ja sagen. Die Kacke ist unser Geld jetzt hier. Wir haben 8 Bomben, dann kann hier der Geheimraum sein. Huch, wir haben auch Kacke. Oh. Der Run wird echt kacke, habe ich das die Vermutung. Okay, jetzt können wir doch mal in den Shop gucken. Echt beschissen, der Run. Na gut. Die Batterie. Die wäre natürlich sehr nice. Wir warten mal ab. Wenn wir die Batterie kriegen, wäre das sehr nice. Dann können wir unser Spacebar-Item nämlich öfter benutzen. Das wäre super nice. So, dann wollen wir da mal hin und in hier gucken. Jawohl. Ist ja auch Geld. Nee, aber Pillen. Full Health, okay. Das ist auch eine Full Health. Das ist schon mal sehr schön. Pretty Fly ist auch sehr cool. Pheromone ist auch okay. Die nehmen wir mal mit zum Boss. Widow. So, greift euch mal alle gegenseitig an. Perfekt. Die kleinen Babyspinnen haben sich alle selbst gekillt. Oh, ich habe aber keine Range. Das ist mein Problem gerade bei dem... Charakter hier. Kann man hier auf Range... Oh Gott. Auf Range-Items hoffen? Ich weiß es ja nicht. Ich... Oh Gott. Ich weiß es ja. Oh, Turdy Touch haben wir auch. Also wir haben alle Items, die irgendwie beschissen sind. Muss man mal so sagen. Heißt das Moment? Ich kann ja die Kaki-Bomben legen. Das tut dem doch weh, ne? Ja. Irgendwas macht es auf jeden Fall mit ihm. Okay. Spinny? Kannst du sterben? Danke. Oh, ein HP ab und noch eine Münze. So, warte mal. Kriegen wir noch irgendwo eine Münze her? Ist noch irgendwo Kacke, die ich vielleicht nicht... Hier können wir mal gucken, ob der Geld rauskommt. Jawohl. Ist das genau abgezielt in dem Runs mit den Challenges? Dass wenn man alles richtig macht, dass man das schaffen kann? Na gut. Sehr gut. Wir kriegen jetzt auf jeden Fall ganz schnell... Unser Spacebar-Item aufgefüllt und man kann hier den Boss-Rush machen in der Challenge. Oder ist die Uhr immer da? Oh Gott. Achso, ja. Da dürfen wir nicht rein. Da ist ein blauer Steini, den wollen wir mal... Ah, okay, die rennen... Ah, die sind dann verwirrt, okay. Okidoki. Nehmen wir das mit? Oh nee, komm. Ernsthaft? Die ganze Zeit trifft mich nicht. Nix hier und dann sowas. Haha, so. Gib mir Geld. Gib mir Geld, habe ich gesagt. Oder Herzen, auch gut. Habe ich da dran? Jawohl. Das Geld kriege ich aber nicht. Unfair. So, legen wir hier mal eine Bombe hin. Ist leider kein Geheimgang. Ach, da ist ein blauer Stein. Cheat. Cheat ist ein guter Ausdruck für den Run. Dann versuchen wir es hier nochmal. Ich hoffe, die Bomben sind nicht abgezählt. Sonst haben wir ein Problem. Feuerchen. Das machen wir mal aus. Oh, meine Range ist so minimal, das ist so richtig ekelhaft. So, warte mal. Kann man schaffen.
Devil, okay. The Devil. Und noch mehr Geld. Wir haben schon wieder, wir können schon wieder hier rein. Deck of Cards. Nee. Das will ich nicht. Die Shops sind die einzigen Räume, wo wir jetzt irgendwie Items herbeziehen können, habe ich das Gefühl. Oh Gott. Deswegen müssen wir da immer mal reingucken, weil es kommen ja keine Itemräume. In der Challenge. Weil die Items da ja festgelegt sind. Also in einem gewissen Maß festgelegt, weil im Shop werden wahrscheinlich auch Sachen kommen können. Ist da der Geheimgang? Geld wieder. Oh, ist hier ein blauer Stein? Nee. Aber eine Bombe für eine Bombe lohnt jetzt nicht so wirklich. Deswegen lasse ich das mal. Und Geld brauche ich ja jetzt noch nicht. Geld kriege ich ja hier raus. Und Herzen. So. Ich glaube, an Geld wird es uns nicht mangeln. Und ich werde mir mal die Batterie holen. Und gleich mal gucken, ob wir den Boss irgendwie in Kacke verwandeln können. Das war richtig lustig. Da ist nichts. Also auch nicht. Hier kann der Geheimgang auch nicht sein. Hier könnte er sein. Ich will jetzt nicht alle verbrauchen eigentlich, aber... Ah, okay. Toll. Wunderbar. Ach. Ich sag's euch. Räume mit Stacheln sind das Schlimmste, was man mir in Isaac irgendwie hinpacken kann, weil ich die vergesse. Ich vergesse die einfach. Ah, Moment. Was hatten wir denn im Räumchen drin? Die Bombe können wir uns da mitnehmen. Ah, nee, da war keine Bombe drin. Schlüssel brauche ich nicht. Das Feuer machen wir aus. Wir können das Deck of Cards mal kaufen. Pass auf. Tour of Clubs. Da kriegen wir schon mal mehr Bomben. Das ist doch schön. Wenn wir uns jetzt noch die Batterie kaufen, können wir uns sogar noch eine Karte machen. Nochmal Tour of Clubs. Kriegen wir nochmal mehr Bomben. Ja, ist doch gut. Nehmen wir mit. Alles schön. So. Haben uns auf jeden Fall ein paar Bomben geholt. Auf zum Boss. Dingel! Dingel in Kacke verwandeln ist nicht so effektiv, habe ich das Gefühl. Ey, habt ihr gesehen, wie der gedasht ist? Der ist so, der ist während des Dashens, obwohl er in eine Richtung hätte dashen sollen. Nee, du spuckst danach sofort, das weiß ich. Achso, Moment, ich habe ja noch die hier. Hör mal auf zu spucken. Wir machen jetzt orangene Schüsse. Hör auf! Alter, was hat mich da beschützt? Ach, die Pretty Fly. Stimmt, die gibt's ja auch noch. Goddammit. So, stirb bitte. So. Oh, das gibt uns Tears und Shot Speed up. Brimstone. Nehme ich und dafür lasse ich die anderen liegen. Jawoll. So. Hier unten noch in den Stachelraum. Weil wir haben hier so viele Herzen rumliegen. Ich habe gerade keine blauen Herzen. Ah, Merde. Was soll das? Gib mir das da. Danke. Dieser Stachelraum. So. Oh, geil. Ist da noch ein Free Item für uns drin? So. Accept your offering. Dann akzepte mal. So, jetzt darf ich bitte nicht den Stachelraum vergessen. Danke. Und mir das Herz hier mitnehmen. Dankeschön. So, läuft doch. Bisher, würde ich sagen. Kriege ich beide gesprengt? Oh, das ist natürlich sehr nice. Könnte ich hier dann auch nochmal machen. Kriege ich noch eine Münze. Ja, das ist gut. Das nehme ich gerne dann. Dann haben wir einen guten Ausgleich. So. Und abwärts. Brimstone Baby möchte ich nicht und ich möchte keinen. Obwohl, ich hätte das Brimstone Baby nehmen können und dann die Katze mit neuen Leben. Verdammt, das wäre ein guter Deal gewesen. Scheiße. Ah, egal. Na gut. Curse of the Maze. Okay, okay, ich bin wieder hier. Okay, okay, okay. Irgendwie sollte er nach oben schießen, aber er wollte nicht mehr. Obwohl ich ihm gesagt hätte, nach oben. Aber dann hat er doch nach unten geschossen.
Das mit dem Devil Deal stört mich jetzt. Ey. Ich hasse das so. Die. Die. Und die. Oh ne. So. Okay, nächste. So, dankeschön. Nehme ich auch? Nehme ich nicht? Oh Gott. Ich hasse die Bomben. Okay, du da oben. Oh, jetzt habe ich nur einen getroffen. Ich wollte eigentlich alle treffen. Aber die sind nicht so geflogen, wie ich wollte. Hier liegt ein ganzes Heer. Mace, please. Mace, please. Ist natürlich jetzt ärgerlich, dass da ein blaues Herz drin lag und irgendwie kein Item oder so. Oh. So. Kein Ding für uns. So, hier ist ein Greed drin. Nein, okay, dann den hätte ich gern. Den Deal da hätte ich gerne und den werden wir uns auch holen. Dann droppt alles doppelt. Doppelt. Und das wollen wir doch mal wahrnehmen. Das ist doch super. Das ist doch toll. Oh nein, ich werde angesaugt. Okay. Oh, eine Spendemaschine. Und ich habe diesmal mal keine roten Herzen. Oh, apropos rote Herzen. So. Hat sich ja gelohnt. Okay, es sind nur Kreuzspinnen. Das wäre gemein gewesen, wenn es die Laserspinnen gewesen wären. Okay, einen haben wir. Noch einen haben wir. Ey, ich habe dich getroffen. Ich habe es genau gesehen. So, dankeschön. Oh, nee. Hä, was? Warum schießen die nicht? Irgendwie hatte der keine Lust zu schießen. Immer schön drauf achten, wo das Mace uns hinschickt. Oh, es werden mehr rote Herzen gedroppt. Es tut ja nicht schon so viele droppen. Es droppen wahrscheinlich keine mehr. Einfach nur, weil das Item kam. Eine Pille. Noch eine Pretty Fly. Das ist doch schön. So, noch mehr Geld. Und hier ist doch wahrscheinlich der Geheimraum. Wahrscheinlich nicht, aber... Na toll. Hier könnte er noch sein, aber... Da will ich das nicht versuchen. So, sehr gut. Sehr gut und sehr gut. Oh Gott. Ah, oh, aus dem Blauen kamen Fliegen raus. Das ist cool. So. Na, wenn... Okay, da ist der Geheimraum nicht mal. Der kann da unten aber noch sein. Also, oh nein. Oh. Hä? Das Ding verstellt auch Automaten? Oder ist das jetzt ein Bug? Hier stand doch vorher kein Automat. Sie verarschen oder was? Spiel, ey. Was soll das denn? Alter, ich hab mich voll verjagt. Hä, wieso, hä, wo kommt der Automat her? Hä? So, bleibt da liegen, Bombe. Oh nee, okay, dann gehen wir zum Boss. Ich vergesse die ganze Zeit mein Spacebar-Item. Wandert der Automat? Will der mich verarschen? Jetzt ist da der Stern. War das nur ein Bug? Jetzt ist das ist der Raum auch wieder anders. Das war ein Bug, oder? Oh, Gertie. Gertie's not so nice. Not so nice. Not so nice. Man kann Gertie nicht in Kacke verwandeln. Ich glaube, man kann gar keinen Boss in Kacke verwandeln. Das wäre auch viel zu OP. Aber es ist einen Versuch wert. So. Ah, ich bin zu langsam. Ah, nein, ich wollte doch gerade noch schießen. Danke, Pretty Fly, dass du mich rettest. Und nochmal. Nein. Und der letzte. Oh, geil. Hä? Die werden nicht gefüllt? Verarsche. Ah, Moment, die müssen nicht gefüllt sein für den Devil Deal. Von daher. Egal. Hui. Nee, den will ich nicht. Wir müssen noch in den Shop. Shoppe die Shop. Für eine Münze halt. Müsste ich nochmal in den Shop. Also ich müsste allgemein in den Shop, aber ich habe keine Bomben mehr. Will ich damit sagen. Hä, der Automat verarscht mich doch.
Ich könnte halt ein Herz spenden. Ja, das könnte ich tun. Automat, du gehörst hierhin. Automat, ich will zum Automaten. Mann, bring mich doch wieder zurück. Ich dachte, das geht vielleicht, indem ich einfach ein paar Mal durch die Tür gehe. Ach, da ist er. So, gib mir das. Jetzt können wir uns das doofe Ding da kaufen. Weil alles doppelt droppt. Ah, Spiel. Da war ich schon drin. Willst du mich ver... Ich komme hier nie wieder raus. Das Spiel setzt mich immer an entscheidender Stelle zurück. Ich komme hier nicht mehr weg. So, gib mir das. One plus one free forever. Woo! So, Spiel, setz mich bitte nicht wieder zurück. Und wieso verschwindet hier der Automat immer? Das ist voll merkwürdig. Das habe ich noch nie gesehen. Ständig verschwinden die Automaten. Das ist das Spiel. Lass mich durch. So, lass mich runter. Ich will diese Ebene nicht mehr sehen. Die hat mich zu viel geärgert. So. Catacombs. Curse of the Unknown. Das heißt, ich sehe nicht, wie viele Herzen ich habe. Das ist jetzt nicht so schlimm, weil wir Brimstone haben und nicht wirklich getroffen werden. Was ärgerlich ist, ist allerdings, dass ich jetzt keine Bombe habe, um an diese Kiste zu kommen. Aber da wir ja plus one haben, hoffe ich einfach mal, dass du nicht da explodierst, wo ich nicht drankomme. Komm mal her. Ja, genau, geh da rüber. So. Du bist ein Keybagger. Warum kommt ihr jetzt hier ständig? Ist das ein Zeichen? Ich mach gar nicht so viel Schaden, das ist, also ich muss den Brimstone schon richtig krass reinhalten. So, ein halbes Herz. Okay, das haben wir gebraucht. Oh, weg damit. Ich hätte sie auch alle in Kacke verwandeln können. Oh, ich brauche eine Bombe. Was ist da los? Ich habe zu viele Bomben verballert. Also wenigstens eine wäre geil. Oh, doppelte Schlüssel. Ja, ist schon mal schön. Lass mal einer doppelt Bomben fallen. Bomben. Kein Geld. Bomben. Bomben. Ja, ihr seid geil positioniert, muss man ja mal so sagen, ne? Oh, warte mal. Gut, dankeschön, da ist kein Geheimraum. Ey. Verlier deinen Kopf doch nicht gleich. So. Und zack, zack. Bombe? Ah, Geld. Weißt du, jetzt kommt... Das mit den Bomben ist doch abgekapert. Bomben. Sehr Options. Das ist natürlich auch geil, aber ich brauch die Bombe. Und das silberne Herz. Jetzt brauchte ich beides. Jetzt brauche ich Geld. Ich habe den Lucky-Dings mit. Okay, ich muss gleich einen Raum voller Gegner in Kacke verwandeln. Du bist kein Raum voller Gegner, den ich in Kacke verwandeln kann. Du bist auch kein Raum voller Gegner, den ich in Kacke... Hat sich nicht gelohnt. Hat sich nicht gelohnt. Mann! Wir können hoffen, dass aus der Goldkiste ganz viel Geld rauskommt. Das könnte man hoffen. Und man könnte hoffen, dass auch hier der Geheimraum ist. Kann der da sein? Das wollen wir mal eben abchecken. Da kann er sein. Und da auch, glaube ich. Warte, wir gehen nochmal hoch. Gucken, vorsichtshalber. Nee, kann er nicht. Okay, gut, dass ich geguckt habe. Kann er hier links sein? Ja. Hier unten kann er sein. Und hier. Ja, kann er sein. Okay, dann gucken wir mal. So. Perfekt. Guppy's Head. Okay. Jawohl. 11 Stück, bitte. Yes, das sieht gut aus. Ja, geil. So. Sehr Options kaufen. Dann können wir uns nämlich beim Boss 2 Items aussuchen. Richtig gut.
Ja, dann kriegt man die Auswahl zwischen zwei Items. Und das andere verschwindet. Das ist natürlich sehr cool. Guppy-Set will ich nicht mitnehmen. Da kommen wir leider nicht dran. Ist halt so. So Husk. Hier hätte ich auch schön viele... Oh, shit, dass ich das Ding nicht mehr habe. Hier hätte ich so viele Gegner in Kacke verwandeln können. Allerdings käme mir aus der Kacke auch nichts raus. Jesus Juice ist, glaube ich, sogar Damage up. Ja. Deswegen nehmen wir das. Hier kommt ein Krampus. Ein Krampus, der hoffentlich die Kohle gibt. Gib mir die Kohle. Gib mir die Kohle. Kohle, Kohle. Gib mir die Kohle. Komm, gib sie mir. Jawohl. Und Geld. Sehr schön. Apropos Kohle. So, jetzt haben wir die Kohle. Ändert die was an meiner Farbe? Nö. Gut. Gute Ebene. Gut, 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 gut. Sehr gut. Lief gut. So, jetzt sehen wir wieder unsere Energie. Das ist ein ekliger Raum. Das sterben und du auch. Hallo. So. Bomben hätte ich trotzdem gerne. Die fallen hier gerade sehr rar. Das ist jetzt ärgerlich. Schon wieder eine Kiste umschlossen von Steinen. Das muss doch nicht sein. So. Zack, zack, zack. Weg mit euch. Geh weg. Weg. Ihr seid die Hüpf-Dinger. Geh weg. So, sehr gut. Und du auch. Und du da unten auch, bitte. Oh, nee. Da springt der im letzten Moment noch weg. Herzen. Laserspinne, die ich nicht getroffen habe. WTF. Okay. Oh, ich kriege neuen Schlüssel für die Schlüssel. Okay, gut. Oh Gott, nein. Wenn gleich irgendwie... Ah, und Bomben. Sehe ich jetzt erst, dass da Bomben bei sind. Bomben ist natürlich super. So. Zack, zack. Komm. Ein Hit noch. Euch verwandle ich einfach mal in Kacke und dann haben wir gewonnen. Und kriege noch Geld. Und noch mehr Schlüssel. Sehr gut. Und Bomben. Das haben wir auch geschafft. So, dann gehen wir nochmal hier gucken. Das ist natürlich gemein, dass ihr hier, mich hier blockiert. Ey. Komm. Dankeschön. Oh, wie gemein. Könnt ihr mal bitte weggehen? So. Noch mehr Schlüssel. Jetzt gehen wir erstmal die Kiste holen. Dip, dip, dip. Hallo. Wir sprengen einfach hier. Weil wir es können. Was ist das? Telepilz. Ich habe einen Schlüssel gespart. Ja, cool. Kenn ich nicht. Okay. Kenn ich nicht. Das ist schlecht. Kenn ich nicht. Ist okay. Full Health ist gut. Ja. Jetzt sind wir natürlich hier und nicht mehr bei der Kiste. Huch, wie ist er denn geflogen? War mega merkwürdig. Auf jeden Fall hat er uns ein bisschen Kacke da gelassen. Das heißt, wir können hier ein bisschen Geld holen. Ma, wie viele Würmer kommen denn hier? Alles so Kacki-Gegner, ne? So ein bisschen mit Kacki hier um sich schmeißen. Nee, 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 mein Freund. Das, der hat ja seinen Kopf verloren. Da war er ganz schön heiß auf mich. So, ich will mal zurück zur Kiste. So, zack. Gib mir Kacke und Geld. Brimstone ist super. Hier wäre noch ein bisschen, hier wäre der Kacki-Spruch auch gut gewesen. Flash oder so ist das Item, ne, das die Kacki macht. Fällt mir gerade ein. Flush. Flush heißt das Item. Habe ich den Geheimraum schon? Nee, der kann hier sein. Brr. Battery. Aber wir kriegen gleich noch zwei Räume. Das heißt, die lohnt sich noch nicht. Gehen jetzt erstmal zurück und holen die Kiste. Ganz schön lange Ebene. So, stimmt. Aufgesprengt habe ich ja schon. Eine Karte. Mit Two of Clubs. Mehr Bomben. Gut, nehme ich. Mehr Bomben sind mehr Bomben. Und jetzt den ewig langen Weg wieder zurücklaufen. Was ist da eigentlich so gelb? Ist das der Pipi-Strahl, den ich habe? Oder warum ist das, was habe ich da so Gelbes?
Ich weiß es nicht. Oder ist das der Flush? Ich weiß es doch nicht. Warum rate ich dann weiter? Na, ihr Steinchen. So, und dann gehen wir jetzt erstmal hier rein und machen so. Oh Gott. Und machen so und kriegen den nicht mehr. Schade. So. Zack, weg mit euch. Bomben. Ach so. Leider falsch. So, dahin. The Sun. Oh, das ist jetzt gemein. The Sun benutzen wir dann beim Boss. Nein. Könnt ihr bitte verrecken? Beide. Oh Gott. Oh, eine Batterie. Cool. Was ist das? Wheel of Fortune. Das kannst du hier spawnen. Die weiße war eine Pretty Fly, ne? Ne, eine Telepill. Devs 1. Ich will nicht spielen. Cool. Hä? Oh, was war denn? Haben wir jetzt wieder Curse of the Maze oder was? Warum was? Hä? Ich hasse das. Ich hasse das. Andi, sehe ich dadurch nicht sogar die Geheimräume? Den anderen auch? Weiß es gerade gar nicht. Wäre auf jeden Fall nice, wenn wir das jetzt sehen würden. Oh Gott. Ich möchte den hier. HP, Tears up, Shot Speed down. Ist okay. Damage up, nehme ich auch mit. Und dann gehen wir raus. Nehmen die Telepille. Was war da noch? Ne, die Full Health nehmen wir. Die Full Health. Einfach nur, um es benutzt zu haben. Und dann gehen wir. Okay. Oh, letzte Ebene. Ich bin gespannt. Nekropolis auch noch, okay. Na, ah, hier werde ich getroffen, ja. War klar. Weil ich mit Brimstone nicht irgendwie dran kam jetzt. Das war Endkacke. Ich hätte natürlich den Kacki-Dings. Oh Gott. Ah, die wird nicht zur Kacke direkt. Das ist ja gemein. Okay, so. Oh, das ist ja gemein. So Bosse, die ineinander verschachtelt sind, werden nicht direkt zur Kacke. Das kann man sich mal merken. Richtig mies. So, du bist weg. Du bist auch weg. Und du bist auch weg. Beide weg, alle weg, alle weg, 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 alle weg, alle weg, alle. Oh, die fliegen. Die fliegen rebellieren. Aus hier. Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Oh, was ist denn das für eine Ebene? Hau doch ab. Ob Mamis Hand so kacke wird? Nee, wird nicht so kacke. Okay, Mamis Hand ist kacke immun. Das ist schade. Na gut. Oh, der Shop. Greed. Nee. Okay. War die blaue Pille nicht was Gutes? Eine Bad Gasp. Ja, wie man es nimmt. Wie man es nimmt. Ach, da ist noch eine lilane Flamme. Mein Gott, gut, dass die Fliege mich gerettet hat. Oh Gott. Das war echt knapp. So, was ist hier? Weedy ist hier. Weedy, weed, 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 weed. So, ich muss die Full Health Pille aber wiederholen, denn wir kommen bei Mom nicht mehr raus. Aber erstmal machen wir die Ebene sauber. Vielleicht können wir die Bad Gas Pille dann noch benutzen. Irgendwo. Aha, dafür war es natürlich perfekt. Auch wenn, wenn der Gegner jetzt mit dem Laser nicht so das Problem darstellt, aber trotzdem. Angenehm war es dennoch. Vielleicht bereue ich es, weil... Oh Gott, die schießen ja sogar Tränen. Hört ihr mal auf, Tränen zu schießen, bitte. Oh, der hat ein blaues Herz verloren. Das ist ja nice. So. Ups. So, weg mit euch. So, und... Du, und der Run ist super abwechslungsreich, weil ich hier mit Brimstone durchheize. Das ist, tut mir leid. Oh nein! Oh, das war gemein.
könnte man natürlich mehr Pillen holen mit den Totenköpfen, aber... Der Gegner hier ist recht beliebt. Zumindest in der Challenge hier, weil er halt mit Kacke wirft. Hi. Was war das denn? Okay. Ja, ich habe keine Ahnung, wo der Geheimraum sein könnte. Der könnte überall sein. Der hat die 1000 verschiedene Möglichkeiten, irgendwo zu sein. Deswegen werde ich ihn nicht suchen. Eine Arcade. Oh, schaffe ich es rüber? Okay. Oh. Wie viele Herzen liegen da? Ach, da werden schon genug rumliegen. Schade. War ein Versuch wert. Ich dachte, vielleicht kriegen wir ein HP ab. Aber nee. Nö. Ja. So, und jetzt wollen wir mal zum Le Boss. Stopp, erstmal holen wir uns die Pille. Die hätte ich fast vergessen. Die Life Savings brauche ich nicht. Ich brauche nicht noch mehr Geld. Und los. Isaac. So. Weiter lasern. Nein, aus. Schnell nochmal ins Bein gelasert. Ah, nein. Oh, das tut mir leid. Tut mir leid, dass du dadurch sterben musstest. So, wir gehen jetzt natürlich in die Dark-Ebene. Und gehen noch zu Satan. Und holen uns noch das hier. Und, ja, haben die Challenge geschafft. Rune of Jera freigeschaltet. Ja, war ein kurzer Run, eine halbe Stunde. Finde ich ganz gut, ist auch mal ganz schön. Im nächsten Part gibt es dann den nächsten Challenge-Run. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.